Fischbeck und hat hier, ist hier auch in diese Partei eingetreten. Den möchte ich dir überreichen. Er ist in Silber anlässlich seines Todes. Da ist, nee, das mal. Ist das natürlich. Nee, das behalte ich. Ja. 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 Geschenk ist Geschenk. Was man hat, das hat man. Auf der Rückseite ist das nur gewappnet. Es ist kein offizielles Zahlungsmittel. Das ist ganz großartig und wir haben uns nicht abgesprochen. Das Nein. passt also wie die Faust aufs Auge auf meinen Moorburg-Vortrag. Also wunderbar. Herzlichen Dank. Hervorragend. Ja, da habe ich eben noch nicht auch schon drüber nachgedacht, aber ich konnte es nicht mehr hier einbauen. Ich habe jetzt allerdings noch eine zweite Bitte. Hinter jedem starken Mann steht in der Regel eine starke Frau. Und sie sitzt auch heute wieder in der zweiten Reihe, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Denn sie gehört nach vorne. Doch. Denn für Sie, liebe Frau Merz, über all die Jahre haben Sie Ihrem Mann den Rücken freigehalten. Viele Abende haben Sie auf ihn verzichten müssen, da er für die Region Süd-L unterwegs war, sei es für den Regionalausschuss oder für die vielen runden Tische oder eben auch in Vorbereitung dieses Süd-L-Empfangs. Vielen Dank, Herr Dennis. Und jetzt möchte ich noch übergeben an den Regionalausschuss, an Herrn Wiese. Der möchte auch etwas benötigt. Dadurch hatten wir Reste aufgebaut und dann kamen wir auf die wunderbare Idee. Doch, wir hatten Reste aufgebaut. Karin, das stimmt. Nachdem wir keine mehr hatten, nur noch einen, für den noch nicht mal mehr eine Schatulle, kamen wir auf die Idee, diese Reste einzusetzen. Du hast dann noch den Antrag geschrieben, mit der Münze dich zusammengesetzt, wir haben Schatullen beschaffen können. Das alles durfte dann auch die Harburger Politik mittragen. Wahrscheinlich wieder mit einem wachenden, ja, weinenden und lachenden Auge. Aber auch dadurch konnten wir hier weitermachen. Ich denke, auch das im Sinne aller, der hier heute anwesend ist. Stop, stop music. We're back fast.
Ich muss noch etwas zügiger durch. Vielleicht ein einziger Satz, was das überhaupt bedeutet. Vor einigen Jahren hatten wir einen ganz jungen Sänger bei uns über Ghost Train. Der war an Knochenkrebs erkrankt. Und die Therapien, die ersten, die anschlugen, waren sehr, sehr vielversprechend. Da brach die Krankheit wieder aus. Da sagte man, er hätte keine Chance. Die Mutter, damals die Schulleiterin der Goethe-Schule Harburg, zusammen mit dem operierenden Arzt und wir zusammen haben gesagt, dann müssen wir eine Stiftung gründen. Und das war die Axis-Stiftung. Da war jetzt gerade wieder ein tolles Konzert in der Technischen Uni. Hat man vielleicht gehört. Dabei war Salut Salon. Bettina Tietje ist von Anfang an dabei. Und seitdem sind erhebliche Beträge immer zusammengekommen. Wir haben pro Konzert immer so 12.000 bis 14.000 Euro plus. Das ist also gewaltig und seit 12 Jahren machen wir das. Die Sie erlebt haben und ja auch alle erwähnt haben. Vielen Dank, Herr Gerz. Und jetzt möchte ich noch übergeben an den Regionalausschuss, an Herrn Wiese. Der möchte auch noch was sagen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken und ich freue mich, dass die amtierende Vorsitzende des Regionalausschusses Süderelbe sowie die beiden letzten Vorsitzenden des Ortsausschusses Süderelbe und ich dazwischen dann als Vorsitzender der Zwischenzeit mit dabei sein konnten. Wir danken dafür, dass du nicht nur die Sitzung. Die scharen schon mit den Füßen.